Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Wir haben gerade das zweite Kapitel begonnen und ja, wir schauen mal, was es da wieder alles für Dinge gibt, die auf uns zukommen und Probleme, sage ich mal, die wir bewältigen müssen. Sie bauen also Schiffe wie Ihr Vater? Nun, die Königin benötigt Schiffe. Viele Schiffe. Ihre Majestät zu unterstützen, wird dabei helfen, die Vergangenheit zu überwinden. Okay. Ein Auftrag für die königliche Flotte. Ah. Und in solchem Umfang. Eine seltene Ehre. Dafür bräuchte ich keine. Die nötigen Waffen stellen ein Problem dar. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir ein Eisenlager haben. Nee, haben wir nicht. Also keine Eisenmine, das ist das Problem. Klicken Sie auf Eisenvorkommen. Ja, das haben wir ja schon das mal Eisen versucht. Ist außer Reichweite. Wir müssen irgendwie einen Weg durch diesen Berg finden. Ich habe noch ein paar Stangen Dynamit übrig. Wir könnten uns den Weg freisprengen. Okay. Ach, das meinten die, dass der Weg zum Berg... Ach so. So langsam verstehe ich. Aber wie kriege ich jetzt das Dynamit da rein? Ja, zerstören kann ich ja schlecht. Ich will ja... Ach so, hier. Ach, der will gar nicht oben. Ja, vielleicht super. Vielleicht nicht ausgefeilt genug für deine Schwester, aber zumindest können die Grabungen beginnen. So, Grabungsstätte. Ich habe jetzt gerade null Plan, was ich hier gerade mache. Schließen Sie die erste Phase der Grabungsstätte ab. Habe ich doch jetzt gerade oder ist er da noch dran? Keine Produktion, Ziegelsteine, Grabungsstätte. Arbeitskräfteauftrag umschalten, um mehr Arbeitskräfte vom selben Typ aus anderen Gebäuden zuzuweisen. Keine Ahnung. Der Metallpflug hat einiges geändert, ganz klar, aber zum Besseren oder Schlechteren? Wenn der Weg zu Ditchwaters Eisenvorkommen freigesprengt werden soll, müssen zuerst diese aufgegebenen Tunnel mit Gerüsten abgestützt werden. Okay. Bevor Sprengladungen angebracht werden können. Ja, dann macht das doch. Phase 1. Ich will eigentlich nur... Wie kein Lager aus in Reichweite. Was ist das denn? Achso, das ist die Weberei. Das ist das Lagerhaus. Ihr Idioten. Wieso ist das nicht in Reichweite? Was macht Achso, ihr Moment. Da? Sprengungen erfordern echte Sachkenntnis. Und nicht bloß Dynamit und eine Zündschnur. Vater wandte sich stets an Mr. Ticker wegen seiner hervorragenden Expertise. Ich nehme an, du findest ihn in Bright Sands. In Bright Sands? Ja, Moment, Moment. So, erstmal eine Anbindung, damit der jetzt auch da Richtung Lagerhaus raus kann. So, was auch immer die jetzt da machen. Suchen Sie nach Sprengstoffgeschäft des Sprengmeisters in der Nähe von Edward Bretter Produktion. Sprengstoff. Das war's, okay. Nach den Protesten haben viele Bright Sands verlassen, um sich ihnen anzuschließen. Doch Edward schlug zurück. Er ließ alle einsperren, die ihrem Vater nahestanden, auch meinen geliebten Thomas. Sie alle wurden ins Gefängnis von Wrongways deportiert. Ich habe seitdem nichts mehr von meinem Mann gehört. Wenn Sie ihn finden, sagen Sie ihm, dass seine Frau sich nach seiner Rückkehr sehnt. Wir nähern uns dem Ort, an dem dein Vater starb. Was auch immer passieren mag, bleib ruhig. Da seid ihr also, die Brut des Verräters. Du wagst es? Ersparen Sie mir diese Ausreden. Wer hatte die fruchtbaren Ländereien Ihrer Majestät an irgendwelche Freiheitskämpfer verhökert? Verräter. Ist er noch viel zu milde? Vater hätte so etwas nie getan.
Er war ein treuer Anhänger der Königin, Mitglied des Rates. Er hat sich in seiner Zelle erhängt. Ich würde das als ziemlich eindeutiges Schuldgeständnis werten. Wir sind nicht gekommen, um beleidigt zu werden, sondern wegen eines Geschäfts. Wir wollen Thomas, den Sprengmeister. Ich erinnere mich an ihn. Stur wie ein Ochse und selbstredend unschuldig, wie alle anderen auch. Er ist ein kleiner Fisch. Die Kaution wurde bereits festgesetzt. Sobald die volle Summe beglichen wurde, steht er Ihnen zur Verfügung. Und wie hoch ist die Kaution? Habt ihr das wertlose Gesindel hier gesehen? Aber gut, wenn ihr unbedingt für einen davon Pfand hinterlegen wollt. Ja, wollen wir. Können wir jetzt auch irgendwo draufklicken, oder? Suchen Sie den Sprengmeister. Woher soll ich denn wissen, wer von denen der Sprengmeister ist? Kann ja jeder sein, ja. Samuel? Kenne ich nicht. Ich verfaule schon seit 15 Jahren in diesem Loch. Schäbiger Haufen, zurück in die Zellen! Ich behaupte ja nicht, dass Ihr Vater kein Verräter war, aber... Ich würde alles tun, um dieser Tretmühle zu entkommen. Aber nein, ich bin nicht der, den Sie suchen. Warum nicht? Ich kann nur zu gut verstehen, dass sich Ihr Vater seinem Schicksal ergeben hat. Sprengmeister? Ich könnte ein komplettes Frühstück vernichten. Aber nicht sprengen. Ich musste mal Mr. Bleakworths schorfigen Rücken schrubben. Wir hätten häufiger zusammen Tee trinken sollen. Was? Samuel Goods Ingenieur? Ja, das bin ich. Wer will das wissen? Wen habe ich jetzt angeklickt hier oben? Das ist das Mindeste dafür, dass ich diesen Ort hier ertrage. Er ist bereit zum Transport. Ja, perfekt. Eine Produktion wurde angehalten. Warum? Was ist los? Befehligen Sie das Schiff des Direktors zu Ihrer Insel. Und wo fährt er jetzt gerade hin? Man ist schuldig bis zum Beweis des Gegenteils. Eine Abholaufgabe. Ein kleiner Hoffnungsschimmer. Das heißt? Achten Sie auf zwielichtige Gestalten, die uns folgen könnten. Ob Sie bereit sind, den abzuholen, ja? Hast du einfach so aus dem Ärmel geschüttelt, was? Habe ich den jetzt schon im Schiff drin? Oder muss ich den jetzt noch abholen? Das verstehe ich jetzt gerade irgendwie nicht. Warten Sie, bis der Sprengmeister in Ihren Hafen eintritt. Okay. Eieiei, jetzt wird es langsam aber sicher ein bisschen kompliziert. Aber von der Story her finde ich es einfach absolut klasse, weil das letzte Mal, wo ich so wirklich intensiv Anno gespielt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ist schon wahnsinnig lange her. Und ich kann mich wirklich nicht dran erinnern, dass da, also, dass da mal Typen gesprochen haben oder so, oder dass da halt sowas angezeigt wurde. Das, ja, aber dass das jetzt so extrem ist, dass man da so eine richtige Story dahinter hat und so. Also das ist schon, ja, also bei 22.05, da war es, achso, wir sind schon fast zu Hause, da war es auch so, ähnlich wie jetzt. Aber ich finde es einfach, wie es jetzt läuft, aktuell auch mit dieser Story dahinter, unheimlich geil. Versuch, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Jeder von Vaters Vertrauten ist auch ein Freund von uns. Ja, natürlich. Und wie soll ich das machen? Sprechen Sie mit dem Sprengmeister. Okay. Also bin ich jetzt ein Gut, das man kauft oder verkauft?
Ihr Vater behandelte mich immer wie einen Menschen. In Bewegung? Ich weiß nicht genau, was Sie da vorhaben. Aber es wird Samuel nicht zurückbringen. Das hat er jetzt völlig falsch verstanden. Keine Ahnung, was der jetzt hier noch neu freigeschaltet hat. Ob ich nun für Sie oder für Eli Löcher buddle, was macht es für einen Unterschied? Hallo, hier bist du kein Gefangener? Außerdem bitte ich dich nur darum, mir zu helfen. Sie gehören schon fast zur Familie. Ja, das finde ich nett, das finde ich toll. Aber was ist jetzt mit dem Typen hier? Holen Sie Treibgut, das müssen wir ja auch noch machen. Schließen Sie die erste Phase ab. Wie soll ich das denn machen? Moment, die Produktion ist jetzt stillgelegt worden. Können Sie niemals gleichziehen, egal wie sehr Sie sich abrackern. Wieso wurde... Ach so, fehlende Waren? Moment. Ach so, wir haben nicht genügend Ziegel. Und Holz ist auch noch nicht komplett da. Naja, gut, okay, aber die sind ja da dran am Arbeiten letztendlich. So, ja, was ich jetzt blöd finde, dass der jetzt nicht direkt auf meiner Seite steht. Ich dachte, der ist jetzt hier, ne? So, Schiff, einmal einholen bitte. Ich weiß nicht, wo sich das jetzt gerade aktuell befindet. Bei mir im Hafen. Ich weiß aber ehrlich gesagt jetzt nicht, wo das Ziel war. Ach so, das ist hier. Okay, das ist also noch ein ganzes Stück entfernt. Dann würde ich sagen, lassen wir das erstmal dahin. Ach so, ja, dahin. Dahin fahren. Wir müssen jetzt auch mal gucken, dass wir die Schiffe bauen. Also. Dafür brauchen wir die Kanonen. Das Problem ist nur mit den Kanonen, dass wir die ja gar nicht haben. Können wir die dann irgendwie einkaufen? Ich weiß ja nicht, wie teuer die sind. Das ist halt das Problem. So. Lagerstand halten bei, sagen wir mal, 7. So. Hiermit hat das ja anscheinend funktioniert. Das heißt, wir können hier schon mal was bauen. So, perfekt. Oh, eine Inspektion. Ja, nicht so wirklich. Ich wollte nur noch mal gucken. Ach so, für die Seife war das, genau. Okay. Perfekt, perfekt, perfekt. Das wird dann alles automatisch eingekauft. So. Kanonen. Ja gut, die Kanonen können wir natürlich auch noch nicht machen, weil wir den ganzen Kram hier noch nicht haben. War da nicht noch irgendwas anderes, was ich jetzt hatte? Wirtshaus? Arbeitskleidung? Entschuldigung, ich wollte sie jetzt nicht unterbrechen. Okay, die Seife muss noch aufgefüllt werden, aber ansonsten haben wir ja eigentlich alles, was die brauchen momentan. Dementsprechend, denke ich mal, wird das schon gut gehen. So, was wir auf jeden Fall jetzt machen müssen, wir müssen jetzt hier noch drauf warten. Ach nee, da noch nicht, aber da müssen wir drauf warten, bis die Kanonen gemacht sind. Schoner. Einen Schoner können wir aber schon mal bauen. Wobei ich jetzt keine Ahnung habe, zum Entfernen. Ach so, jetzt geht's hier los. Ich wollte gerade sagen. Eine Produktion wurde angehalten. Warum denn jetzt schon wieder? Wollt ihr mich veräppeln? Die Fregatte, die haben wir natürlich noch nicht freigeschaltet, ne? Das ist die hier. Dafür brauchen wir wieder einen Handwerker. Das ist nicht gut. Arbeiter, Arbeitskraft. Eine Produktion am Laufen zu halten, sind Wartungen erforderlich. Also mit anderen Worten, die haben zu wenig Arbeiter, so verstehe ich das jetzt gerade, ne? Das heißt, dass wir hier weiter bauen. Das
Problem ist halt nur, hier zum Beispiel gehen ja gar nicht auf 10 hoch. Was mich dann auch wieder ein bisschen ankotzt. Weil ich die ja schon längst hätte umwandeln können. Ich kann natürlich links jetzt welche machen. Sieht natürlich dementsprechend ein bisschen doof aus. Aber gut, ich meine, dann ist das halt so. Auch wenn es mich ehrlich gesagt ein bisschen nervt. Hier zum Beispiel können wir noch was machen. So, wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 noch dazu gebaut. Dann machen wir hier 1, 2, 3. Die machen wir noch. So. Machen wir hier die vordere. So, dahinter ist dann quasi die Unterschicht sozusagen. Was ist hiermit eigentlich? Kann man da... Ah nee, da brauche ich ja noch einen Handwerker, ja. Wo kriege ich denn die Handwerker her? Das würde ich jetzt auch mal gerne wissen. So, Eisen. Ach hier. Kaufpreis 146. Okay. Also Stahlträger, nicht Eisen. Sind schon teuer, muss man ja ganz ehrlich sagen. Segel haben wir auch ziemlich viele. Erledigt. Sind 110 drin. Ich würde sagen, ab einem Limit von 100 können die gerne verkauft werden. Lehm ist eigentlich... Verkaufen. Sagen wir mal ab 140, damit das nicht ganz so... So, falls da einer was braucht oder nicht braucht. So, Verkaufspreis 2. Das ist natürlich jetzt nicht allzu viel, was ich jetzt damit verdiene, aber okay. Wolle und so weiter wird nicht allzu viel... Oh, Entwicklung nimmt ab. Vom Schnaps, so geht das aber nicht, Leute, hier. Wir müssen uns doch irgendwie alkoholisieren können. Schiff vom Stapel gelaufen. Lagerhaus, was? Zu viele Transporter verzögern. Zu viele Transporter. Laden verzögert sich. Weil zu viele jetzt ankommen, oder was? Soll ich jetzt hier noch ein zweites bauen, oder was willst du mir jetzt damit sagen? Das passt natürlich jetzt nicht von der... Breit. Ist das nicht auch eins? Doch, das ist doch auch eins. Wieso gehen die nicht einfach dahin? Ach, Leute, ganz ehrlich, ey. Dann machen wir hier noch eine zusätzliche Laderampe, bitteschön. Keine Ahnung, warum die alle nur dahin gehen und nicht dahin, wo eigentlich viel los sein sollte, aber okay. So. Schließen Sie die erste Phase ab. Ja, würde ich gerne. Ich warte nur immer noch darauf, dass sich hier was tut. Phase 1. Achso, Phase abschließen. Ah, okay. Ich warte noch auf den großen Knall. Ja, ich auch. So, eine Minute dauert das anscheinend danach. Arbeiter haben wir auf jeden Fall genug. Wir brauchen aber Wolle. Wir brauchen Wolle. Wie ist es denn mit dem Lagerhaus? Da brauchen wir eigentlich auch Wolle, ne? Warum haben wir so wenig Wolleproduktion? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wo kriegen wir überhaupt Wolle her? Das weiß ich gerade auch nicht mehr. Ach, mit dem Segel, ne? Genau. Schäferei, Wolle. Das waren die hier oben, glaube ich. Aber da oben ist doch auch nochmal Wolle. Eigentlich müssten die doch genug haben. Aber gut. So. Zack. Wir stecken hier viel Herzblut rein. Ja, ja, das ist auch alles schön und gut. So. So und so. So. Produktion läuft gerade an. Und sollte dann auch ein bisschen mehr Wolle produzieren. Was dann entsprechend auch direkt hier in unmittelbarer Nähe wäre. Das wäre natürlich super. Phase beginnen. Kann ich das schon, obwohl es noch nicht voll ist?
Gut, ich habe die Wolle jetzt immer noch nicht hier, aber kann auch sein, dass sie dann erst geliefert wird in dem Moment, wenn ich das begonnen habe. Keine Produktion, das ist klar. Ja, bin ich mal gespannt, ob das jetzt so läuft oder ob das jetzt nicht so läuft. Ich weiß ja nicht. Ach so, ich wollte noch was nachgucken. Ziegel. Ziegel haben wir aber immer noch sehr wenig irgendwie. Ist aber alles das gleiche Lager, ne? Deswegen wundere ich mich da so ein bisschen. Okay, das ist der Lehm. Der Lehm wird hier zur Ziegerei. Die ist zu 100% ausgelastet. Ja, ist die Frage, ob wir eventuell noch ein zweites dahin machen sollen, aber ich glaube eher nicht, ne? Kein Lagerhaus in Reichweite. Ja. Das stimmt. Eigentlich kann ich hier sowieso noch nicht wirklich was machen. Die Lager sind voll. Ja, nix, die Lager sind voll. So, Nein. Oder doch. Ziegelsteine. So, das wollte ich eigentlich haben. So. So, jetzt können die nämlich weiterarbeiten. Jetzt können die das Ganze... Da müssen jetzt allerdings noch Leute hingehen. Und das Problem ist natürlich, wie kommen die Leute jetzt dahin, wenn die hier nicht rüberkommen? Also ich versuche es jetzt nochmal eben... Mit dem Weg. Gebäude blockiert. Ich verstehe es einfach nicht. Das ist doch hier auch wunderbar gegangen. Wieso kann ich das denn hier auf einmal nicht mehr machen? Ach, da kann ich es jetzt aber machen. Wollt ihr mich denn veräppeln? Okay, man will mich offensichtlich verarschen. Ich weiß nicht, was das soll. Keine Ahnung. Jetzt auf einmal funktioniert es wieder. Immerhin haben wir dann von hier oben auch ein bisschen Produktion, die wir nutzen können. Das war, glaube ich, nichts, was wir nehmen konnten hier, ne? Okay, haben wir denn irgendwo noch was, wo wir... Das können wir noch abbauen hier. Das können wir auch abbauen. Das auch. Das auch. So. Keine Ahnung, was das hier ist. Das sah jetzt irgendwie... Ne, das sollte, glaube ich, nur ein Baum sein oder so. Ich weiß es nicht so genau. Okay, da haben wir auf jeden Fall auch schon mal Ziegelsteine. Das ist perfekt. Was ist hier mit den ganzen Tieren? Warum kriegen wir hier eigentlich keinen Jäger? Oh, ein Bär. Das ist eine Büffelherde. Und hier unten ist ein Bär. Oh, wie süß. Ja, ja, ja. Wenn wir hier fertig sind, können wir Hasen jagen. Bereit zur Vollendung. Ja. Wer sind all diese Wichtigtuer? Eine kleine Sprengung kann ja nicht so kompliziert sein. Eine Schande, dass sie das hierzu nötige Handwerk nicht zu schätzen wissen. Ganz gleich. Die Ladungen sind angebracht, das Gebiet abgesichert. Wir sind bereit zur Sprengung. Dann los. 3, 2, 1. Boom. Perfektes Timing. Ha! Das war wirklich beeindruckend. Ich frage mich, ob es irgendetwas gibt, das Dynamit nicht aus dem Weg schafft. Tada! Eine besondere Ausgabe aus ganz besonderem Anlass. Explosive Entwicklung. Großer Knall in den Bergen sichert ambitionierten Gutgeschwistern wertvolles Eisen für angehende Kriegsschiffproduktion im Auftrag der Königin. Eisen zu Stahl und Stahl zu Waffen. Dann haben wir unseren ersten königlichen Auftrag erfüllt. Ja, und bevor sie jetzt weiterredet, mit einem Blick auf die Uhr würde ich sagen, nach diesem großen Ereignis der Sprengung
Werden wir hier auch mal einen kleinen Cut machen. Jetzt habe ich es auch endlich verstanden, warum kein Zugang zum Lager und so weiter da ist. Ist ja irgendwie logisch, weil wenn da etwas blockiert wird im Weg, also sprich, wenn da so ein Felsen im Weg steht, dann kann man natürlich auch keinen Weg bauen. Das war irgendwie logisch. Ich habe es halt nur nicht gesehen, weil ich die Mine vor lauter Steinen irgendwie nicht gesehen habe oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen dann, wie sich das Ganze weiter ergibt in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.